Es ist einiges los an den Finanzmärkten, wenn auch in einer Form, in der es sich viele sicherlich nicht wünschen würden. Patrick Kesselhut von der Société Générale, welche Folgen hat das eigentlich? Und man sieht an den Märkten, dass die Ausschläge nach oben wie auch nach unten teilweise sehr, sehr groß sind. Das können ja auch andere Anlässe beispielsweise sein, wie Notenbankentscheide oder enttäuschte Erwartungen nach Vermeldung von Zahlen. Und solche Phasen, wo die Kurse eben recht stark schwanken, die birgen einige Risiken für Anleger, aber auch für Trader, aber auch Chancen. Und es gibt natürlich auch Produkte, die von solchen Schwankungen grundsätzlich profitieren. Wie genau sollte man sich denn jetzt verhalten in so einer Situation? Also grundsätzlich sollte man zunächst mal mehr das Risiko wieder im Auge behalten, weil man nicht genau weiß, wie sich eine Situation grundsätzlich natürlich auch mal entwickeln kann. Das heißt, die Trader sollten natürlich entsprechende Abstände auch dann von Barrierenprodukten beispielsweise wählen. Und im Anlagebereich gibt es auch Produkte mit Barrieren. Da sollte man natürlich dann auch wirklich drauf schauen und das Ganze beobachten, wie nah kommt denn jetzt mein Basiswert an Barrieren ran. Aber es gibt, wie auch schon angesprochen, eben Produkte, die grundsätzlich davon profitieren, auch ohne Barrieren. Im Anlagebereich werden es Discount-Zertifikate und im Hebelproduktebereich vielleicht auch mal wieder ein Blick lohnenswert dann die Inline-Optionsscheine. Das ist interessant. Wie funktioniert denn so ein Inline-Optionsschein? Ein Inline-Optionsschein hat grundsätzlich zwei Barrieren, und zwar eine obere und eine untere Barriere. Und der Basiswert muss sich in diesen beiden Barrieren bewegen. Dann kommt es am Ende der Laufzeit zu einer Auszahlung von meist 10 Euro oder auch 10 Dollar beispielsweise, wenn wir eben einen Basiswert haben, der in Dollar notiert. Und diese 10 Euro, die haben jetzt einen Preis. Beispielsweise zahle ich 9 Euro dafür jetzt, dass ich dann in 3 Monaten 10 Euro bekomme, wenn der Basiswert beide Barrieren während der Laufzeit nicht berührt hat. Das ist aber eine Bedingung. Was passiert dann, wenn die Barrieren berührt werden, oben und unten oder oben oder unten? Wenn eine der beiden Barrieren berührt wird, dann verfällt das Produkt tatsächlich wertlos vorzeitig. Das ist hier das Risiko eben des Totalverlustes, das man berücksichtigen muss. Und natürlich in Märkten, die relativ stark schwanken, ist es sozusagen ein Stückchen gefährlicher, mit solchen Produkten zu traden, weil natürlich die Ausschläge größer sind und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Barrieren getroffen wird. Allerdings bietet Situationen, wo eben die Volatilität sehr hoch ist, auch die Möglichkeit, dass man die Barrieren eben weiter weg als sonst legen kann und trotzdem noch eine interessante Seitwärtsrendite erzielt. Wie groß können denn diese Barrieren voneinander entfernt sein? Also es hängt von den Ausstattungsmerkmalen ab, die der Emittent anbietet. Die Barrieren können natürlich relativ nah dran sein, nur wenige Prozent, 5%, 10%. Aber es gibt auch Produkte, da ist die Barriere 30, 40, 50% weg vom aktuellen Kurs des Basiswertes. Und gerade solche Produkte, wo eben die Barriere dann trotzdem noch sehr, sehr weit weg liegt, selbst die haben in so Marktphasen mit erhöhter Volatilität noch interessante Renditen. Also eine Stellschraube ist der Abstand der Barrieren. Welche Stellschrauben gibt es sonst noch? Genau, der Abstand der Barrieren. Wir haben natürlich auch die Laufzeit. Ich kann eine Laufzeit nehmen, die relativ kurz ist, beispielsweise nur 1 oder 2 Monate. Dann ist die Rendite etwas schmaler. Wenn die Laufzeit verlängert wird auf 3, 4, 5 Monate, ist natürlich die Rendite bei gleichen Barrieren etwas höher, aber auch das Risiko eben aufgrund der langen Laufzeit größer, dass die Barrieren berührt werden können. Für wen sind denn solche Inline-Optionsscheine grundsätzlich geeignet und welche Risiken gibt es sonst noch? Also grundsätzlich wirklich für den sehr erfahrenen Trader, muss man eigentlich schon sagen. Anleger können es vielleicht als Beimischung auch nehmen, aber es ist für Trader gedacht, die das Produkt wirklich kennen, die auch das Totalverlustrisiko einschätzen können tatsächlich. Und man muss natürlich auch gucken, dass man mit diesen Parametern dann auch, es muss zur eigenen Anlage oder zur Trading-Strategie passen, die Parameter, die man sich dann auswählt. Man kann natürlich auch statt einer Einzelaktie beispielsweise einen Index wählen. Das reduziert dann auch nochmal das Risiko in sich. Also man merkt aber schon, eine Erfahrung muss der Trader auf jeden Fall mitbringen mit diesen Produkten. Es ist nichts für Einsteiger oder Anfänger. Und wenn man diese Produkte eben aber kennt, bieten die auf jeden Fall in schwankungsreichen Märkten auch entsprechende Chancen. Können Sie denn ein konkretes Beispiel nennen für einen solchen Schein? Ja, ein Beispiel einer Aktie, die in den letzten 6 Monaten zum Beispiel relativ wenig geschwankt ist, zumindest weniger als einige Gesamtmärkte, ist Apple. Sehr gern genommener Basiswert, auch bei den Inline-Optionsscheinen der Société Générale. Die Aktie notiert aktuell ca. bei 160 Dollar. Und wenn man sich mal anguckt, was für Konditionen es aktuell gibt, bei einem Inline-Optionsschein, der eine untere Barriere von 100 Dollar hat und oben 220 Dollar, sprich 60 Dollar zu beiden Seiten entfernt, das sind knapp 40% Puffer nach oben und nach unten, dann erziele ich hier mit einer Laufzeit bis Mai, also sprich 2 Monate, 4,5% auf 2 Monate. Das sind aktuell die Konditionen bei Barrieren, die wie gesagt relativ weit entfernt sind. Also solche Scheine gibt es auf konkrete Aktien, gibt es die auch auf Indizes?
Die gibt es auch auf Indizes, die gibt es auf viele andere Basiswerte. Die Société Générale hat hier eines der größten Angebote am Markt an Basiswerten bei internen Optionsscheinen. Und natürlich je nach Basiswert, Laufzeit, wie schon angesprochen, schwanken dann die Konditionen. Aber grundsätzlich eben in Phasen der erhöhten Volatilität die Konditionen hier recht interessant. Trotzdem nur für erfahrene Anleger und Trader ganz herzlichen Dank, Patrick Kesselhut. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.